So, ihr müsstet jetzt hier schon meinen Bildschirm sehen können. Ja, das ist das Joomla 4 Backend. Ich werde jetzt hauptsächlich über das Joomla 4 Backend euch was erzählen. Es gibt später nochmal von der Viviana auch einen Vortrag heute oder eine Demo von dem Joomla 4 Frontend. Ja. Also, Joomla 4 wurde ja jetzt viele Jahre lang entwickelt und ist jetzt am 17. August veröffentlicht worden. Es ist aktuell die Version Joomla 4.0.3 und es wird in einem halben Jahr, also gibt es eine 4.1, da kommen dann neue Funktionen rein. Dazu wird es dann auch für die Joomla Days noch es wird Folge in geben. einem Wer auch immer hier Jahr, jetzt also bei mir auf der Bühne steht, der Peter, glaube ich, Funktionen rein, dazu wird es dann bitte auch ins Auditorium Joomla. wechseln und das Mikrofon ausschalten. Dankeschön. Gut, also wir sind jetzt hier im Joomla 4 Backend. Ich habe das installiert, das funktioniert ganz normal. Das zeige ich jetzt nicht direkt. Ich habe einen Hinweis, aber ich habe bei der Installation angegeben, ich möchte das auf Deutsch installieren und logge mich jetzt einmal ein. Ich habe es jetzt lokal hier. Ich dachte, das wird in der Präsentation dann besser funktionieren. Moment. Und das ist jetzt der Vorführeffekt natürlich. Nein, der Server läuft. Aha, okay. So, Joomla 4 kommt vom Backend her ja mit einem komplett neuen Backend. Warum jetzt hier mein Moment? So, jetzt geht's da. So, jetzt bin ich hier im Backend eingeloggt. So, das neue Backend hat, was ich sehr schön finde, sind diese Dashboards. Also es ist sehr gut anpassbar, sehr flexibel. Also wer sich noch nicht eingeloggt hat. Was jetzt mir gleich einmal auffällt, ist im Prinzip, es ist das englische Backend, obwohl ich bei der Installation gesagt habe, ich möchte es gerne auf Deutsch. Darum werde ich das jetzt mal ändern. Generell, ich bin eigentlich im Backend immer auf Englisch unterwegs, weil gerade wenn ich für Kunden Support-Einträge erstellen muss, also bei Extensions oder auch offiziell teste, dann ist es einfacher. Die gemeinsame Sprache ist dann Englisch. Ich werde es aber für die Präsentation trotzdem hier auf Deutsch zeigen. Warum mein Rechner gerade extrem langsam ist, vielleicht durch die Präsentation. Vorher ging es deutlich schneller, sorry. Was neu ist auf jeden Fall, ist, dass die so Systemansichten jetzt oder Einstellungen, die sind jetzt alle hier unter System zusammengefasst. Das ist eine neue Ansicht und die ist für mich auch noch etwas gewöhnungsbedürftig, weil in Joomla 3 hat man relativ schnell irgendwo hingeklickt und wusste, wo man ist. Das dauert jetzt bei mir auch noch etwas länger. Man kann sich das aber gut anpassen, denn ich kann mir ja ein neues Modul hier hinzufügen. Das zeige ich nachher noch. Ich wollte jetzt die Sprache ändern und kann das einerseits natürlich hier über die Languages. Ich könnte es natürlich auch bei meinem Benutzer im Benutzermenü umschalten. Ich will aber das komplette Backend dann auf Deutsch. Und jetzt sagt er mir gerade, ich habe es doch nicht installiert. Dann holen wir das jetzt noch nach. Dann installiere ich hier German. Das dauert wieder kurz. Ich nehme an, das dauert wirklich einfach, weil mit den zwei Bildschirmen hier einiges an Ressourcen braucht. Moment, das ist zu langsam. Ich mache das jetzt anders. Moment, ich stoppe das Teilen nochmal und mache das jetzt nochmal auf einem Bildschirm. Moment.
So, jetzt probiere ich das nochmal Bildschirm teilen. Da sage ich den gesamten Bildschirm teilen. So, ihr seht jetzt euren Bildschirm auch und ich rufe das jetzt nochmal auf und ich hoffe, dass das jetzt schneller geht. Sorry, das ist der Vorführeffekt. Ja, die Sprache wurde erfolgreich installiert. So, und wenn ich jetzt auf System gehe und dann auf Languages, dann kann ich hier für die Site, also ich habe immer Administrator und Site und ich will jetzt auf jeden Fall, ich mache es jetzt für beides, also sowohl fürs Frontend sage ich, die Seite soll auf Deutsch sein und für den Administrator, also im Backend, wenn ich das jetzt umschalte, dann schaltet sich das Backend schon auf Deutsch um. So, jetzt haben wir es auf Deutsch und jetzt geht es auch deutlich schneller. Gut, dann gehe ich zurück aufs Dashboard und kann jetzt hier dann, jetzt ist alles auf Deutsch. So, was ich zeigen wollte, ist, das Dashboard ist sehr flexibel. Ich kann hier mir mein eigenes Dashboard zusammenstellen und kann da zum Beispiel ein neues Modul hinzufügen. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich sage, ich mache ein eigenes Modul. Und mache da sowas wie Bildgrößen oder Support-Information. Das ist dann für meinen Kunden, zum Beispiel für Kunde XY. Und dann schreibe ich rein, Support-Zeiten Montag bis Freitag, 9 bis, weiß ich nicht, 17 Uhr. So, und dann muss ich die Position auswählen. Und da wähle ich jetzt aus, das Backend-Template Atom wird mir schon angezeigt. Ich sage dann hier das Dashboard, also cPanel, und sage Speichern und Schließen. Dann lädt die Seite neu und dann müsste ich da unten, habe ich jetzt hier mein neues Modul, Support-Informationen für Kunden und die Support-Seiten. Also so kann man sich, und ich kann jetzt Sachen ausblenden. Die Sample-Data will ich zum Beispiel nicht, dann sage ich hier, das soll versteckt werden. Dann verschwindet das hier vom Dashboard. Und so habe ich einfach die Möglichkeit, das ganz flexibel zu gestalten. Ich kann auch die bestehenden Module anpassen. Ich kann zum Beispiel da jetzt einfach sagen, auf Site, ich will das bearbeiten. Und dann kann ich hier sagen, was will ich denn eigentlich da sehen? Ich will vielleicht da doch den Cache sehen. Und ich will jetzt eigentlich die Kategorien, brauche ich nicht, ich habe nur eine. Dann ändere ich das hier, sage Speichern und Schließen. Und dann sehe ich jetzt hier auf meiner Seite, sehe ich das Cache-Lernen und die Kategorien sind verschwunden. Also so kann man diese Module sehr einfach anpassen. Was auch neu ist oder was ein großer Fortschritt ist, finde ich, ist das Accessibility eben auch im Backend. Also einerseits, ich kann mich mit der Tastatur durch das Backend durch, zum Beispiel durch. Also ich sehe hier, wo ich gerade bin und kann hier dann über die Tastatur mich im Joomla-Backend auch bewegen. Was heißt Accessibility noch? Also ein Teil ist dann, ich könnte auch hier bei der Barrierefreiheit einstellen. Zum Beispiel, ich möchte einen höheren Kontrast oder ich will das Ganze auf Monochrom. Und wenn ich das dann, habe ich eine Schwarz-Weiß-Ansicht im Prinzip. Ja, und es kommen jetzt laufend noch Erweiterungen dazu und kann das dann also mit Schriftgrößen oder was auch immer noch. Also das ist eine so eine Erweiterung. Was ich echt empfehlen kann, ist auch, sich einfach mal durchs Backend zu klicken und wirklich alle Menüpunkte auszuprobieren. Benutzermenü, was ist noch neu, wenn ich auf Konto bearbeiten gehe? Da ist einfach die Ansicht etwas anders, da ist grundsätzlich nichts verändert. Was hier neu ist, sind eben die Einstellungen zur Barrierefreiheit. Ich bin Super-User, also sehe ich auch diese Benutzeraktivitäten und der Joomla API-Token ist auch neu. Das ist für, ja, wenn man es dann braucht, wird man es wissen, dass man es will. Also es geht um einen fairen Zugriff auf die Webseite. Da kann man eben diesen Token erstellen, in anderen Systemen angeben und dann kann man über Schnittstellen, APIs, API-REST oder sonst was, falls es jemandem sagt, hier, einen Zugriff gewähren und ich kann den ja auch ändern dann. Das ist so zum User. Also ich gehe jetzt noch durch ein paar Punkte durch und wenn ich dann irgendwas Grobes übersehen habe oder jemand noch eine tolle Info hat, dann war die Idee, dass ihr euch im Raum vorne zur Bühne stellt
und der Moderator sieht das dann und ihr kommt dann aufs Podium und könnt dann dort auch eure Frage stellen. Das wird sich dann bei den anderen Vorträgen auch so sein. So, was ich jetzt noch zeigen wollte, das, was im Frontend natürlich neu ist, ich zeige es nur jetzt einmal ganz kurz her, das ist das Frontend-Template Cassiopeia oder Cassiopeia, je nachdem, wie man sagt, ist eben barrierefrei vom Grundprinzip her und die Viviana wird da heute um 17 Uhr noch was dazu erzählen. Was ich noch total super finde, sind diese Notifications, also Benachrichtigungen. Da sehe ich, wenn Joomla-Updates sind, sehe ich das da. Ich sehe die Erweiterungen, ich sehe auch, das finde ich total spannend und wirklich hilfreich, Overrides, das zeige ich dann gleich noch, und Datenschutzanfragen. Ich zeige jetzt auch noch was, wenn ich zum Beispiel eine Erweiterung installiere und ich mache das jetzt unter hier, ich muss mal kurz schauen, installieren, also hier ist immer die Überschrift wichtig, installieren und dann gehe ich auf Erweiterungen. Ich installiere jetzt hier einmal den Arkiba Backup, weil da weiß ich, dass das angezeigt wird. Arkiba Backup gibt es auch schon für Joomla 4 in der Version 9. Da sieht man dann nämlich recht schön, wenn ich aufs Dashboard gehe, dass der Download-Key fehlt. Also ich habe eine Pro-Version, da muss ich einen Download-Key hintergeben. Wenn ich dann da draufklicke, dann komme ich in die Ansicht. Und hier, das ist jetzt auch neu, das ist eine Verwaltung der Download-Keys für Pro-Versionen. Dann kann ich hier draufklicken und kann dann da auch einfach meinen Download-Schlüssel einfügen und kann das somit an der Stelle gut verwalten. Und es ist nicht immer an irgendwelchen anderen Stellen in den Optionen oder in irgendwelchen Plugins versteckt. Was ist noch anders? Wenn ich auf Inhalt klicke, also ich gehe nochmal aufs Dashboard, dann haben wir da wieder den ersten Anblick. Module sind jetzt zu finden, weil ihr eigentlich mit Inhalt zu tun habt, unter dem Menüpunkt Inhalt. Also da gibt es die Site-Module und die Administrator-Module. Ich kann in Joomla ja das Menü hier links so aus- und einklappen. Ich kann das komplette Menü einklappen, wenn ich mehr Platz möchte, weil ich da irgendwie eine größere Liste oder so habe. Und was auch recht schön ist, es gibt ein Dashboard, nämlich auch für den Bereich Inhalte. Es gibt ein Dashboard auch für das, das sind immer so Übersichten und auch diese kann ich mir gestalten. Das heißt, ich kann den Usern fürs Backend individuelle Ansichten anzeigen, weil die sollen oder Funktionen, die ich oft brauche, kann ich mir hier zurechtlegen. Ja. Wenn ich einen neuen Beitrag mache, geht das Ganze, dann kann ich direkt aufs Plus klicken und ich komme direkt in den neuen Beitrag hinein. Was gibt es hier Neues? Da ist nicht so viel neu. Außer natürlich der neue Media Manager. Also wenn ich Bilder einfügen will, ich kann jetzt hier und ich gehe unter Bilder, da habe ich jetzt glaube ich, ich zeige es mit einem vorhandenen, das sind immer noch die schönen alten unter Sample Data, wenn ich draufklicke. Nein, das sind ja die neuen Cassiopeia, ui, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich kann mir hier ein Bild nehmen, ich nehme jetzt ein größeres, NASA 1. Ich kann das hier, nämlich jetzt habe ich Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Also ich kann hier auf den Stift klicken zum Beispiel und kann das drehen, also zuschneiden. Ich kann sagen, ich will rechts Pixel wegschneiden. Ich kann das hier zum Beispiel so reinschieben. Und dann sehe ich schon da unten, was er, also von oben und von der Breite her und von der Höhe die Pixel. Kann das also da habe ich ganz viele Vorauswahlmöglichkeiten, dass das Verhältnis dann 4:3 sein soll. Ich kann das hier speichern und speichern schließen. Ich kann die Größe ändern, dann vom ganzen Bild. Also zuschneiden wäre ja nur ein Bildausschnitt. Und ich kann es auch drehen. Wenn ich es zum Kopf stellen will, wird man da nicht viel Unterschied merken. Kann das dann speichern. Jetzt drehen wir es um 90 Grad und speichere das. Und muss dann schließen. Und dann sehe ich hier das gedrehte Bild. Ich gehe jetzt und mache es jetzt nochmal auf. Und dann kann ich es da auch auswählen. Also wenn ich da jetzt mehrere hätte. Muss man nochmal schauen dann. Ich kann mir es in einer großen Ansicht, ich kann es herunterladen und ich kann mir ein Bild, also einen Link direkt zum Bild, einen teilbaren Link erhalten. Und dann kann ich den kopieren und kann den, was weiß ich, in einem E-Mail einfügen und ihm direkt einen Link zu einem Bild schicken zum Beispiel. Das ist da so. Also einfach mal ausprobieren. Wenn ich da ein Bild markiere, kann ich mir auch hier die Information zum Bild anzeigen. Kann eine Listenansicht machen. Also da ist einiges versteckt, was bisher nicht ging mit dem bisherigen Media Manager. Das ist hier. Und
sage ich, ich will das auswählen und habe dann hier ein anderes Bild. Was ist sonst hier neu bei der Beitragsansicht? Da war, glaube ich, die Ansicht einfach generell ist etwas anders und sonst tut sich hier nicht viel. Dann machen wir das wieder zu. Immer wenn ich auf seine Seite komme, zum Beispiel Inhalt und auf Beiträge gehe und es wurde noch keiner angelegt, dann sehe ich, dass es wurde, also es gibt noch nichts. Das geht genauso gut, wenn ich zum Beispiel bei den Komponenten auf Kontakte gehe. Dann sagt er mir auch, es wurden noch keine Kontakte angelegt, ersten Kontakt anlegen. Finde ich ganz nett. Und da kann man dann irgendwie noch weitere Informationen machen, also anzeigen, die Hilfe. Das ist bei Inhalt. Also bei Inhalt, denke ich, ist wichtig, dass die, also der Medienmanager war früher auch an der Stelle im Menü, aber dass hier die Sites-Module zu finden sind. Also das ist Frontend und die Administrator-Module, die kann ich mir auch nochmal anzeigen. Das ist das, was wir vorher am C-Panel hatten, das Dashboard. Da gibt es verschiedene C-Panels, dann auch das C-Panel vom Inhaltsbereich, dass man dort anpassen kann. Bei den Menüs, das ist, hat sich nicht viel geändert, das ist gleich. Die Komponenten, also ich habe hier jetzt schon Akiba installiert, ansonsten gibt es die Banner immer noch, Kontakte, Schlagwörter, Tags. Also es gibt nicht mehr Suche und Suchindex, sondern nur mehr Suchindex. Die Suche ist quasi rausgeflogen und der Suchindex ist verbessert. Also wenn man jetzt eine Suche einbauen will, dann geht das nur mal über den Suchindex. Ja. Es gibt die Weblinks ja auch noch, die wird dann, also die werden jetzt weiterentwickelt und sind jetzt auch für Joomla 4 schon verfügbar. Da gibt es zwei Versionen, da muss man beim Installieren aufpassen. Das war letztens auch eine Diskussion im Dach-Channel. Bei den Benutzern, das sind auch die Standard-Sachen, da gibt es Benutzerhinweise im Datenschutz, Benutzeraktivitäten, da hat sich nicht so viel geändert. Da habe ich jetzt im Mai oder im Juni war das einen Artikel geschrieben, einen Übersichtsartikel im Joomla Magazine, da kann man sich das anschauen. Und was eben da, wie gesagt, neu ist, ist diese Systemansicht, die wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber man hat alles auf einen Überblick. Und ja, wenn ich finde es gut. Ich muss mit den Übersetzungen da immer noch schauen, dass ich da an die richtige Stelle hinfinde. Was jetzt hier noch neu ist, auch eine große Sache, finde ich, sind diese E-Mail-Templates. Also man kann jetzt das, was bisher nur über die Sprachstrings funktioniert hat, kann man jetzt wirklich als E-Mail-Templates anpassen. Geht dann natürlich auch wieder mehrsprachig. Wenn man das als HTML machen möchte, muss man das in den Optionen allerdings aktivieren und E-Mail-Format sagen nicht Klartext, sondern in HTML. Da muss man allerdings aufpassen, wenn man in HTML, also kann man natürlich Farben machen und so weiter, wenn man Bilder einfügt, beim Speichern der TinyMCE entfernt die Domain, also den absoluten Link, dann ist nochmal ein relativer Link da und das funktioniert bei den Leuten in der E-Mail-Box dann nicht. Da muss man darauf aufpassen, dass man es als HTML-Code quasi richtig speichert. Oder wenn man sich da nicht sicher ist, dann macht man es als Klartext und das funktioniert auch. Und wie geht das dann? Also ich sehe dann hier, welche E-Mails es alle gibt. Es gibt zum Beispiel die Benutzerregistrierung, neues Konto mit Selbstaktivierung. Das haben wir zum Beispiel verwendet für die Anmeldung zum Joomla Day. Die Joomla Day Webseite von Dach war ja schon mit Joomla 4 umgesetzt. Und da gibt es eine Benachrichtigung an den Benutzer selbst und das kann man eben aufmachen. Und ich kann dann eben hier reinschreiben, wenn mir der Text nicht gefällt. Ich kann das sagen, das ist eine, ich will, dass da unten dran steht. Das ist ein automatisiertes E-Mail von und dann schreibe ich rein meine Domain.de und ich habe hier die Schlagwörter, also die verfügbaren, die dann ersetzt werden. Das geht nicht mehr über diese Prozentzeichen, wo das dann in einer gewissen Reihenfolge sein musste, sondern man kann das tatsächlich sagen, dass man den Benutzernamen unten anzeigen. Wann ist es am besten, wenn man da sich einmal... So, wer mich jetzt auf immer auf der Bühne besucht hat, bitte muten. Das ist der Pete. Bitte, genau. Ja, dann schalten wir da jetzt mal kurz weg und ich gehe wieder in meinen Browser und der Pete am besten. Du gehst nach unten zu den anderen in die Zuschauer, in den Zuschauerbereich. Also das sind die Benutzerkonten, E-Mail-Vorlagen, die man jetzt selbst bearbeiten kann und anzeigen kann. Genau. Eine Sache möchte ich noch zeigen, und zwar bei den Templates.
Es gibt bei den Templates ja Overrides. Und wenn ich zum Beispiel auf ein Site-Template gehe, also da gibt es die Site-Templates und die Site-Template-Stile. Ich gehe jetzt mal auf die Site-Templates. Ich bin da bei Cassiopeia. Und da hat man eigentlich jetzt außen schon gesehen, überschriebene Dateien, die sind auf dem neuesten Stand. Es ist jetzt so, wenn ich in Cassiopeia sage, ich mache ein Template-Override, ich will ein Override erstellen, ich will zum Beispiel das Login, das Anmeldeformular auf der Webseite will ich verändern. Dann kann ich mir hier einen Template-Override erstellen. Ich klicke drauf, er kopiert mir die Dateien in den entsprechenden Ordner. Ich kann dann hier hingehen auf HTML. Ich sehe hier mein kopiertes Mod-Login und das Default-PHP. Zurzeit schaut auf der Webseite die Login-Form so aus. Und ich könnte zum Beispiel sagen, ich will da oben fix drinnen stehen haben mit einer H3-Überschrift. Hallo Joomla Day. Ich speichere das jetzt, also habe ich jetzt mein Template-Override erstellt. Auf der Webseite, wenn ich das neu lade, steht dann hier Hallo Joomla Day. Und was jetzt das wirklich Spannende ist, jetzt weiß ich ja dann nicht mehr irgendwann, auch was habe ich nochmal an dem File geändert. Und ich kann aber hier sagen, ich will mir die Unterschiede anzeigen lassen. Ich will mir das Original zusätzlich anzeigen. Dann sehe ich die überschriebene Datei, die kann ich eben hier ändern. Das Original ist schreibgeschützt. Und ich kann mir jetzt hier die Unterschiede anzeigen lassen. Ich muss das Unterschiede anzeigen einschalten. Dann kriege ich unten ein drittes Feld und dann sehe ich genau, was ist der Unterschied. Also was ist der Teil, den ich geändert habe. Und damit kann man dann ganz einfach erkennen, okay, was habe ich in dem Override überhaupt geändert. Also wirklich eine sehr, sehr praktische Ansicht. So, jetzt würde ich das zum Beispiel für Joomla 4.0.3 etwas anpassen und in Joomla 4.0.4 wird das Formular, also das Template geändert und ich mache dann ein Update. Und dann würde mir quasi Joomla hier sagen, dass die überschriebenen Dateien sind nicht auf dem neuesten Stand, weil es eine neuere Version gibt. Also das wird im Prinzip auch geprüft. Das finde ich wirklich sehr spannend. Noch 3 Minuten, Sigurd. Ja, ich habe noch einen Punkt, den ich zeigen wollte, und zwar ein kleinerer eigentlich, wenn ich bei den Benutzern in den Optionen bin. Nein, da habe ich schon auch noch neue. Moment, nein, ich wollte in die globalen. Also die, genau, was auch noch ist, die globale Konfiguration ist ja, die war ja früher immer gleich links oben, der dritte Menüpunkt. Und das ist jetzt hier der erste Punkt, also unter System, Einstellungen, Konfiguration. Da komme ich in meine globale Konfiguration. Da hat sich vorne hier eigentlich nicht viel geändert. Die Reihenfolge, da ist der FLOC, also das Federated Learning of Cohorts. Das ist diese Google-Geschichte, die nicht mehr wichtig ist eigentlich. Aber es gibt hier diese Protokollierung, das ist ein neuer Tab. Da ist das Administratorverzeichnis, aber man kann hier mehr Dinge jetzt protokollieren. Protokollkategorien, also das kann hier auch konfiguriert werden, was da alles protokolliert werden soll. Wenn man es mal braucht, das findet man an dieser Stelle. Gut, das wäre jetzt einmal soweit von meiner Seite. Ein erster Überblick über das Joomla Backend. Ich höre jetzt mal auf, meinen Bildschirm zu teilen. Dann könnt ihr mich nämlich wieder sehen. So, gibt es jetzt, da stehen schon ein paar für die Fragen. Dann würde ich nehme mal an, der Manfred wäre jetzt der Erste, der hier kurz was fragen. Wir würden es kurz halten, damit der nächste Vortrag dann pünktlich starten kann. Manfred, du kannst auf die Bühne kommen und deine Frage stellen. Einfach hier rauflaufen. Ich glaube, Manfred steht schon länger da. Aha, okay. Also hat jemand eine ganz konkrete Frage, außer Pete, der hier quer reinläuft? Der Pete ist, du hörst mich vielleicht, falls du auf dem Mac bist, kann sein, dass im Firefox besser funktioniert, hat vorher jemand gepostet. Oder? Ich kämpfe gerade. Ist jemand mit einer Frage zum Joomla 4 Backend hier? Hallo? Ja. Ja, super. Nur eine kurze Frage mit dem Media Manager, mit dem Bild. Ist das dann das gleiche Bild, wird das überschrieben oder wird ein neues Bild erstellt? Aktuell wird es überschrieben. Es wird überschrieben? Ja.
Alles klar, danke. Das funktioniert gut. Wir hatten die erste Frage am Podium. Noch jemand? So, und jetzt, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann macht hier mal so ein, wenn ihr auf euren Namen draufklickt, dann kann man hier klatschen. Also wenn ihr mit der Maus auf euren eigenen gelben Namen klickt, dann kriegt ihr so gelb und dann könnt ihr hier mal klatschen. Das ist schön. Ja, jetzt kriege ich Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen in der Moderation nachmittags und bin dann so ab 17 Uhr auch auf der Map unterwegs. Also falls mich noch jemand was fragen will, ich werde auch heute Abend noch da sein. Und ja, jetzt können da alle schön üben ihre. Also auf den eigenen Namen, auf der eigenen Figur draufklicken mit der Maus. Dann kommen so 6 Symbole und dann kann man da den anderen ein Emoticon senden. Das ist auch ganz nett. Gut. Das wäre es soweit von meiner Seite. Ich würde damit an die Nadja übergeben. Die steht allerdings noch am Flur und redet mit Viviana. Das kann man hier sehr gut erkennen. Ich finde das voll schön. Work Adventure ist schön. Der Tom G. kommt hier vorbei. Hast du nicht das Video? Ich habe das Video. Ah, sorry. Wir haben ja jetzt, danke. Der nächste Punkt, ich habe das jetzt